Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen mal den T90 an, den er hier schon in der weihnachtlichen, auch wenn schon jetzt rum ist, aber sagen wir mal beschneiten Garage sehen. Auch sehr schön gemacht hier mit dieser Schneeanlage. Haben sie ein nettes kleines Detail draus gebastelt. Und natürlich schauen wir uns jetzt den Panzer an. Ich habe ihn vollkommen ausgebaut, also da ist alles so am Start, was dann da möglich und machbar ist. Die Details sehen wir hier natürlich. Handelt sich hierbei um einen russischen Panzer und um einen Kampfpanzer. Dieser in Russland entworfene Kampfpanzer diente als Update des T-72B und bot verbesserte offensive und defensive Eigenschaften. Entworfen als kostengünstige Alternative für zwei unterschiedliche Kampfpanzer, wurde der T-90 ab 1993 in einer Stückzahl von 307 exklusiv für die russische Armee produziert, mit weiteren 1500 modifizierten Einheiten für den einheimischen und den Exportmarkt. Das in den 90er Jahren in Dienst gestellte Fahrzeug wurde bei Kampfhandlungen in Osteuropa eingesetzt. Momentan hat Russland die Produktion des T-90 zugunsten der universellen Armata-Kampfplattform ausgesetzt. Ja, den haben wir ja auch schon gesehen, zumindest einige davon. Wir sehen 628 Schaden bei 575 Durchschlag, 4600 Schaden pro Minute, Nachladezeit 8,2 und Trefferpunkte 2300 knapp, die Panzerung 320 bzw. 390 am Turm und nicht exklusive Reaktivpanzerung ist vorhanden. Höchstgeschwindigkeit 61,2 km/h bei 7,15 Sekunden. Von 0 auf 32. Ja, ich denke, genug der harten Fakten. Jetzt wollen wir das Ganze uns natürlich im Spiel anschauen. Dazu wählen wir einen schweren Modus aus. Das mache ich gleich und dann sehen wir uns im Spiel wieder. Und da haben wir eine gefunden. Lustigerweise hat es dann irgendwie scheinbar doch ein bisschen länger zum Laden gebraucht, der Mission. Und dann waren sie aber plötzlich da. Die Operation Perseus haben wir bekommen. Und wir sehen jetzt schon hier im Ladescreen sind Top-Tier, 8er und dann 7er Panzer. Oh, die Nationalpatrouille plant den Diebstahl von Raketen, um die Hauptstadt anzugreifen. Natürlich ist das nicht in unserem Sinne. Modus oder Schwierigkeitsgrad ist natürlich schwer. Also da, glaube ich, tun wir nicht rum. Sondern da wollen wir schon dementsprechend ranklotzen. So, Motoren fahren hoch. Passt mal auf. Ich glaube, ich habe gerade ein kleines Ping-Problem. Moment, Moment. So, ich glaube, ich wusste, woran es gescheitert hat, auch dass es so lange gebraucht hat. Jetzt müsste sich der Ping gleich normalisieren. Natürlich habe ich damit jetzt einen kleinen Nachteil gegenüber meinen Kollegen. So. Jo. Oh Gott, ist das gerade anstrengend, so zu spielen. Einfach mal rausgebratzt. Ja, jetzt geht's wieder. Naja, muss man halt nur die Porno-Downloads ausschalten. Nee, Quatsch. ihr wisst, glaube ich. Nee, wisst ihr nicht. Kann ja wirklich stimmen. Aber nee, in dem Fall war es nur noch der Upload von dem anderen Video, der hier gerade interveniert hat. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ah! Mist, daneben geballert. Hey, manchmal sind die eigenen Witze echt die besten. So, jetzt muss ich aber da mal langsam vor, weil ich bin ja hier der Panzer, der hier über die Panzerung verfügt und dementsprechend da... Ey! Ja, der Leo ist natürlich jetzt nicht so einfach und dementsprechend muss ich hier die Schüsse so ein bisschen auf mich ziehen. Ja. Jo! Oh, da vorne kommen auch dicke Dinger jetzt. Jo, hat er sich Gott sei Dank nochmal ganz kurz den Po gedreht. Ja, prall da ab.
So immer schön, wenn sie sich dann bewegen. Und hier, sie prallen weiterhin an mir ab. So soll's sein. Nichts anderes wünsche ich mir von meinem Panzer und meiner Panzerung. Oh Mann, ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem Video. Aber, naja. Sei es drum. Oh, jetzt habe ich den anderen mehr gerammt, als ich eigentlich wollte. Das war jetzt gar echt nicht beabsichtigt, aber irgendwie habe ich da unterschätzt, dass der da doch so scheps steht. Wo müssen wir hin? Da vorne ist der Punkt, den wir verteidigen müssen. Also fahre ich auch dahin. Meh. Wer ist denn da? Die sind ja überall. Yo. Jetzt aufpassen, von vorne kriege ich. Ich will erst den da loswerden. Oh, was kommt denn da jetzt alles an? Okay, jetzt habe ich mir aber ganz klar die Aufmerksamkeit aller Anwesenden erarbeitet. Naja. Okay, noch ein bisschen. Jo. Nein! Ich dachte, er klappt. Naja. Im Zweifel mache ich es halt so. Und ich mache hier jetzt einfach... Oh. Das Schutzschild. Ich würde jetzt gerne mit der Rakete da oben einfach mal drauf sammeln. Schau, wie viel Schaden das macht. Oh, auch nicht so überragend. Hatte ich jetzt mir irgendwie mehr erhofft. Aber jetzt könnte mein Team mal langsam ein bisschen mehr helfen. Weil, also... Also, da muss ich sagen... Ich brauche hier echt Hilfe. Musste ich auch da reparieren, weil ich jetzt von hinten... Also jetzt ist langsam echt ärgerlich. Ich weiß nicht, was dein Team da macht. Och, jetzt Gott, ey. Ich muss echt aufpassen, weil die da einfach von... Ich nehme jetzt den seitlich so ein bisschen entgegen. Weil der Challenger natürlich. Und hinter mir kommen jetzt auch da die dickeren. Das heißt. So, den lasse ich jetzt einfach mal erst so stehen. Baller dem so eine rein. Pass weiter da hinten auf. Was da alles an Gegnern ist. Also ich mache diesmal meine Aufgabe des Tanken, der tankenden Frontsau echt gut, will ich mal festgestellt haben. Jetzt komme ich nicht drauf. Ich komme nicht drauf und ich bekomme auch keine Hilfe vom Team. Also da muss ich sagen, habe ich mich extrem allein gelassen gefühlt auf dem Punkt. Also, ja, schade. Ärgert mich auch jetzt wirklich massiv, muss ich sagen. Weil es einfach Quatsch war, wie sie da gespielt haben. Ich habe so viele Hits genommen, aber da kam auf die kein Damage. Aber deswegen werden wir das auch wohl verlieren. Weil die beiden, die werden jetzt mit dem nächsten Schuss rausgenommen, genauso ist es. Und dann haben wir mal wieder wohl einen Lose in... der Reihe. Ging so lustig los. Ich war so zufrieden. Aber dann haben sie es kaputt gemacht.
Aber man sieht einfach, PvE ist dann doch, manche Missionen haben es dann wieder anders in sich. Und wenn man wie hier so ein Team hat, das irgendwie nicht zusammenarbeitet, sondern der eine war ja irgendwie die ganze Zeit hier hinten unterwegs, auf dem einen Punkt, der andere gar nicht da, der dritte hat kein Damage gemacht. Also da war jetzt viel Unsinniges dabei. Aber man sieht doch keinen Selbstläufer. Trotzdem würde ich jetzt mal so selbstbewusst sein und sagen, ich habe, glaube ich, hier die meisten XP im Team gesammelt. Ich hoffe, dem wird so sein, weil wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ärgere ich mich ja gleich nochmal mehr. Aber das werden wir jetzt natürlich gleich sehen. So. Sollte auch gleich sich aufklären. Und was passiert? Was wird gesagt? Gucken wir. Und ich habe auch noch das Reparaturset genutzt. Die anderen nutzen sowas ja gar nicht. Spähschaden 12.000. Schaden gemacht 10.000. Ja. Trotzdem aber. Ja gut, ich habe den Schaden nicht angebracht. Das war natürlich die Thematik. Sondern ich habe da gescoutet. Also der hat hier deutlich mehr von hinten reingehalten. Ja. Unzufrieden mit der Runde. Gebe ich ehrlicherweise zu. War mal eine nicht so tolle Runde, wie ich es mir erhofft hatte. Aber auch die gibt's. Und es ist doch auch mal schön zu sehen, dass ich auch mal verliere bei Armored Warfare. Also, wir warten das nächste Mal, die nächste Woche ab oder wann auch immer das nächste Video kommt und schauen, ob ich da wieder gewinnen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.